Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Was? Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Au! Oh Gott, ja, ich schaue ja schon so gut. Denke. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Au! Oh Mann, ist gut. Ja gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Danke, darf ich wieder schlafen? An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Mann, das tut weh. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Nein. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Au. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Danke, ich bin noch komplett verkatert. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Management Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests und machst du Sie zu diesem heute noch irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst du nein? Anlage im Hyperschlaf zu überwachen. Kannst du die Tür aufmachen? Das wäre ziemlich dringend. Oder da denkt man, du machst schon die Tür auf. Entschuldigen. Und dann kommt mein Freund, mach doch mal die Tür auf. Im Ernst? Einen Brief. Viel Glück. Bist du das da draußen, Sweet? Vielleicht Glauben Englisch. Wir. Ja, Englisch. Du, hello, friend. Dort, aber open the door. Den ganzen Zuschauer. Where is the... Nee. Portal 2. Und so. Schön. Nein, wirklich. Alles gut. Es fliegen mich ja nur 10.000. Auf die Fresse. Oh. Du siehst furchtbar. Furchtbar gut aus. Nicht nein, wirklich. Ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alter, bist du bescheuert? Alles klar mit dir da unten? Nein! Siehst du mich? Hallo? Alter, wenn ich Speed erwische. Okay, wo ist Speed, Digga? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Ja, schon. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Was? Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Ja, schon, ich sag jetzt einfach, aber wo ist... Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Frag dich nur noch, die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Alter. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Nein. Tja, nein, das ist nein. Eng. Siehst du das? Nein, ob ich da durchpasse? Bitte nicht, ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Du meinst mich? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Wir müssen uns unbedingt absprechen. Alter, ist wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen.
Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, okay. Mach dich bereit. Okay, wir docken an. Alles klar. Kann ich ja jetzt langsam schon. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Ach echt? Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Oh, oh. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay, danke schön. Okay, los geht's. Ja. So ist es gut. Oh. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Och nein. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. Oh Gott. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Joho! Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Was von das Heimzahlen. Wenn ich dich irgendwann mal wiedersehe, ich schreiß dir deine kleinen Nüsschen so. Ja. Das klären wir unter uns ab. Gott. Was ist hier passiert seit dem letzten Mal? Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Alles runtergekommen. Hat hier lang keine Sauerei. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Okay. Das scheint aber noch so weit zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob wir uns in den Aufzug tragen sollen, aber es sieht gut aus. Also, jetzt mal, wo wir gerade den Ladebildschirm haben, ganz kurz. Hier wird es längere Parts als 10 Minuten geben. Ich werde mal schon so 15 bis 20 machen. Aber 20 Minuten Parts, schätze ich, werde ich schon noch so raushauen. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Was? Ach so, vergesst es. Das waren gar nicht meine Gehirngänge. Ich bin nur ein bisschen am Schwitzen. Alter, sieht das hier runter? Oh. Alter, ist das hier am Arsch. Die Kamera ist deaktiviert. Okay. Machen wir einfach mal die Tests. Ich glaube, dieser Vitli wird uns hier raushelfen. Weil wir haben ja gesehen, damals bei Portal 1 am Ende, wir waren schon draußen, aber wir wurden wieder reingezerrt. Aber keine Ahnung von wem. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Okay, und wo soll ich das ausfüllen? Einfach hier an die Wand kritzeln? Okay, lass mal ganz schnell den Aufzug geben, bevor das alles noch hat. Junge. Was hier passiert ist, würde ich echt mal gern wissen. Und vor allem, wie lange wir schon hier sind. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, das ist...
Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Okay. Auf jeden Fall, das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mitgegangen bin, gefragt habe, was die ganze Aktion sollte. Und auf einmal habe ich eins auf den Deckel bekommen und war dann in diesem Zimmer. Na bitte, geschafft! Really? Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Warte mal, das ist ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Das ist doch der Raum von damals. Hallo? Hi. Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ja. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Okay. Ich warte eine Stunde. Alles dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wenn du nicht tot bist. Okay. Lass mal schauen, wo es hier weitergeht. Was? Wissenschaftler und... Ist das GLaDOS? Oh mein Gott. Ich glaube, das soll berichten, was passiert ist. Ich glaube, hier haben die Wissenschaftler GLaDOS entwickelt und gebaut. Hier hat sie das... also dieses Gebäude hier, Aperture Science, glaube ich, mit dem Nervengas geflogen. Der den Würfel, den Companion Cube verkehrt. Warte. Sind wir das? Ja, da versucht sie uns zu locken mit dem Kuchen. Und da sehen wir sie. Da hat uns jemand gezeichnet. Was soll das hier alles? Bin ich irgendwie Gott einer Religion geworden oder was? Auf jeden Fall ist sie hier. Die Portalkanone. Gut. Dann gehen wir direkt weiter, würde ich sagen. Alter, das ist ja alles abgefragt. Alter, hier liegen ja wirklich nur Trümmer. Aber auch komplett von der Teststrecke runter. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Okay, anscheinend sind wir wieder auf der Teststrecke gelandet. Und ich kann mich auch noch an diesen Test erinnern. Was soll das alles? Das hatten wir doch schon. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Oh, da kenne ich also ein paar Androiden aus dem ersten Teil. Ja, die habe ich schon rasiert. Den habe ich hier in den Kubus in den Kopf geworfen oder einfach mal im Portal auf die Schwerkraft gezeigt. Die haben die Gesetze eindeutig nicht respektiert. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ja, okay. Ich mach bitte mal da ein Portal hin und müssen hier runter. Das geht ja nicht so weit. Aber diese Tests sind alle so einfach, das kann ich. Warte mal. Viel Spaß da unten. Also, ich hab mich gerade gewundert. So. Hier. Hier kann ich mich auch noch erinnern. Hallo. Ja. Ah ne, das,
war ja richtig. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Okay, alles klar. Das war schon so. Hier können wir mal das Offroad gehen. Hier sehen wir die solche Zeichnungen aus dem ersten Teil. Mathematische Formeln. Okay. Hier ist noch nicht mehr das Aperture-Logo zu sehen. Hier ist irgendetwas passiert. Irgendetwas, was wir gerade vernichtet haben. Oder liegt das sogar daran, dass wir GLaDOS vernichtet haben? Ist sehr merkwürdig. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay, alles klar. Noch so haben. Da ist ein Würfel. Den können wir so schnell hier rüberholen. Das ist hier echt nicht alles hier Herausforderung des Jahrhunderts. Sollen wir jetzt da drauf drücken und. Warte, was ist jetzt hier passiert? Ah, ich verstehe. Da muss ein Portal hin und dann kommt der Würfel da rausgezogen. Und oh, okay. Jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt. Ich würde sagen, das war ein Home Run. So. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Okay, danke, alles klar, gut zu wissen. Gehen wir weiter, gucken wir das ja in Zukunft dieses Gemälde ganz schnell raushauen. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Gott? Stimmt, an Gott habe ich gar nicht gedacht. Heiliger Trivolo, ich bitte dich. Hau Klaus auf die Fresse und hol mich hier raus. Okay, ich hoffe, dass er mich hier rausholt. Ach, hier sind wir mal wieder bei dem Thema angekommen. Massenmäßige Beschleunigung. Wir fallen hier raus und fallen weiter. Und können wir dann jetzt. Nee, das war's. Nee. Ach. Hä? Muss ich dafür ducken? Oh. Na, ich bin ein Profi. Und Geronimo! Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen! Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal hier diesen Part, den ersten. Würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ich Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch beim Streetdigger vorbei, schreibt die mal in die Kommentare. Hashtag Save the Dosh. Und
macht, geh aufmerksam auf die Brutalität, die er auswirkt, um mich zu foltern und was er macht, um wenn er mit nach mir saufen war oder so ähnlich. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.